Wir senden heute live aus 4.500 Meter Höhe. Beni wurde schon im Basislager auf 1.000 Meter Höhe schwindelig. Auf den kann man uns ja auch nicht verlassen. Huse! Oh, was war das? Der Schrei einer Eule oder einer Bergziege? Oder ruft der Berg? Ich komme! Huse! Sag mal, wir hatten doch ausgemacht, dass du auch mal den Ventilator bedienst. Bei uns geht's heute nämlich ums Gebirge. Ja, und wenn es nach mir gegangen wäre, dann würden wir direkt von der Eiger Nordwand senden. Die Eiger Nordwand. Das ist eine der anspruchsvollsten und gefährlichsten Kletterrouten der Alpen. Das ist nur was für sehr erfahrene Bergsteiger. Oh ja, sprichst du von mir? Du kannst doch gar nicht bergsteigen. Oh, kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Ach, das ist doch albern, Wusel. Weißt du was? Ich mache eine Kletterhalle klar und dann kannst du uns zeigen, was du drauf hast. Also wozu denn eine Kletterhalle, wenn wir doch einen echten Berg im Studio haben? Oh, oh. Muss ich mich in Sicherheit bringen? Wart's ab. Wenn dir deine Sicherheit so wichtig ist, dann überlasse die Berge lieber einem richtigen Bergsteiger. Bist doch gar kein Bergsteiger. Bin ich doch. Bist du nicht. 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 Wusel, Wusel. Von außen betrachtet sieht unsere Erde wie ein fester blauer Ball aus. Doch das täuscht. Die Erde hat nur eine feste Oberfläche. Innen ist sie zähflüssig und kochend heiß. In Wahrheit ist nicht mal die Oberfläche richtig fest. Vor Milliarden Jahren zerbrach sie in Platten. Und diese Platten sind in ständiger Bewegung, bis heute. Allerdings so langsam, dass wir das kaum bemerken. Höchstens 11 cm im Jahr. Das ist viel langsamer als eine Schnecke. Doch durch diese Bewegung entstehen Gebirge. Und das auf mehrere Arten. Wenn sich die Platten auseinander bewegen, entsteht ein Riss in der Erdoberfläche, aus dem heiße Lava ausströmt. Die Plattenenden erheben sich dadurch und bilden ein Gebirge. Die Alpen sind ein Gebirge, das auf andere Art entstanden ist. Wenn sich zwei Platten aufeinander zubewegen, wird das Gestein aufgefaltet, wie ein Teppich, den man zusammenschiebt. Ein Faltengebirge entsteht. Tief unter der Erde schiebt sich der Rand einer Platte unter den der anderen. Aus dem Weltall kann man genau sehen, wo so eine Faltenkante zwischen zwei Platten verläuft. Das Himalaya-Gebirge mit dem höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest, ist auch so ein Faltengebirge. Berge können aber auch anders entstehen. Bei einem Vulkanausbruch schießt Lava hunderte oder sogar tausende Meter hoch in den Himmel. Wie ist das möglich? Wo sich eine Erdplatte unter die andere schiebt, entsteht hoher Druck. Dadurch wird das flüssige Erdinnere nach oben gedrückt. Der Vulkan bricht aus und wächst dadurch in die Höhe. Ein Berg entsteht. Die höchsten Vulkane der Welt sind über 4000 Meter hoch. Das längste Gebirge der Welt verläuft übrigens unter Wasser und ist ca. 60.000 Kilometer lang. Sag mal, Wusel, wo ist jetzt eigentlich der Berg, den du mir hier im Studio versprochen hast? Na, hier. Das ist der Tisch. Ach, was genau ist denn ein Berg? Oh, warte, ich guck mal die genaue Definition nach. So, Berg, Berg Andrea, Berg. Eine Geländeform, die sich über die Umgebung erhebt. Ja, siehst du, der Tisch erhebt sich über den Boden. Ach so, und weil du auf unserem Tisch sitzt, also unserem Berg sitzt, ja, hältst du dich für ein... Ich bin ein... Bergsteiger. Ja. Wusel, das ist doch albern. Albern? Ha, kletter du erst mal hier rauf, und zwar damit. Voilà. Die Berg- und Talbrille 3001. Hä? Die Brille ändert deine Höhenwahrnehmung. Damit kommt dir ein Maulwurfshügel so hoch vor wie die Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands. Ist das hoch? Ja, jetzt reiß dich zusammen, du schaffst das schon. Los, kletter rauf. Oh. Los, festhalten. Oh Mann. Wow. Los, halt dich gut fest. Oh.
Wuse! Ja? Ist das hoch? Ja, festhalten! Ich fall gleich hier runter! Festhalten! Wo denn? Egal wo! Nur nicht am... am Buzzer! Wieso denn nicht am Buzzer? Psst! Du hast den Lavinator 3001 aktiviert! Den Lavi was? Psst! Das kleinste Geräusch kann jetzt eine Lawine auslösen. Zuerst hört man nur ein leises, fernes Grollen. Doch dann ist es meistens schon zu spät, um ihr noch zu entkommen. Eine tonnenschwere Welle aus Schnee saust den Berg herunter. Eine Lawine. Bis zu 300 km/h schnell, wie ein Formel-1-Rennwagen. Lawinen reißen alles mit, was im Weg steht. Wälder oder auch ganze Dörfer. Wenn ihr im Gebirge seid, etwa beim Skifahren oder Snowboarden, müsst ihr Lawinenwarnungen unbedingt ernst nehmen. Solche Schilder warnen euch vor gefährlichen Gebieten. Schon kleinste Erschütterungen, etwa die Geräusche eines Hubschraubers, können eine Lawine verursachen. Um Wintersportler und Bewohner zu schützen, werden Lawinen auch absichtlich ausgelöst. Durch Sprengungen. Die Lawine geht dann kontrolliert ab, ehe es zu viel schneit und gefährlich wird. Und sogar in der Stadt droht im Winter Gefahr von Hausdächern. Wenn sich dort sehr viel Schnee sammelt, kann auch der abrutschen. Wie eine kleine Lawine. Feuerwehr oder Hausbesitzer versuchen, die Dächer rechtzeitig vom Schnee zu befreien. Wir müssen ganz, ganz leise sein, weil Bini den Lawinator 3001 aktiviert hat. Woher sollte ich denn wissen? Psst. Vertrau mir, du willst nicht erleben, wenn der Lawinator 3001 zum Leben erwacht. Oh, oh. Oh, was denn? Ich glaube, ich muss niesen. Nein! Oh, das ging ja gerade doch mal gut. Das kannst du laut sagen. Ja. Und alles nur wegen diesem... Oh, eine Lawine! In Deckung! Sag mal, wo ist denn jetzt die Lawine? Der Lawinator 3001 macht natürlich nur den Ton einer Lawine nach. Wir können ja wohl schlecht das Studio unter einer Lawine begraben. Was du mal für Ideen hast, bin ich denn hier der einzige Vernünftige? Ich dachte ja nur, dass... Also, Bini, im Gebirge gibt es so viele Gefahrensituationen. Das Denken muss man da vorher erledigen. Deshalb müssen wir unser Zelt sofort aufbauen. Im Gebirge kann das Wetter sehr schnell von Sonnenschein zu schwerem Unwetter umschlagen. Ha, und kommt dann auch gleich ein Unwettergeräusch? Nein, das ist echt. Was? Oh, oh! Oh, 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 oh! Mit dem Auto geht es den Highway entlang. Wir sind in den USA, im Bundesstaat Arizona. Nichts zu sehen außer weiter, weiter Landschaft, bis man plötzlich am Rand einer unendlich scheinenden Vertiefung steht, dem Grand Canyon. Seine tiefsten Stellen sind gut 1,5 Kilometer tiefer als die Umgebung. Und ganz unten befindet sich der Grund dafür, warum es den Canyon überhaupt gibt, der Colorado River. Hunderte Kilometer führt ihn sein Flussbett durch Schluchten und Täler des Canyons, mal langsam, mal wild. Doch wie kann fließendes Wasser ein so tiefes Tal entstehen lassen? Der Hauptteil des Grand Canyons ist etwa 5 bis 6 Millionen Jahre alt. Die Landschaft hob sich damals durch die Verschiebung der Erdplatten, das kennt ihr ja schon. Der Colorado fraß sich immer tiefer in die Erde. Was der Fluss in Millionen Jahren freigelegt hat, ermöglicht uns einen Blick in die Vergangenheit der Erde. Die Berghänge des Canyons bestehen aus vielen Schichten. Über 20 haben Forscher gezählt. Und das Beste ist, man muss hier nicht danach graben. Die Arbeit hat der Colorado übernommen. Und nicht nur Forscher sind vom Grand Canyon begeistert. Am meisten Spaß macht es wohl,
ihn von einem Schlauchboot aus zu erleben. Wusel und ich haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, unser Zelt aufzubauen. Aber Wusel, ich muss sagen, es ist richtig gemütlich hier. Ja? Wann ist denn das Essen fertig? Oh, nur noch wenige Sekunden. Was gibt's denn eigentlich? Oh, das ist eine ganze Vorratskammer voller Essen. Ja, Gemüse, Obst, Fleisch. Ja, habe ich alles verkleinert, indem ich Wasser entzogen habe. So kann man es viel leichter mit auf den Berg nehmen. Wusel, ich bin schwer beeindruckt, aber wird das dann auch wieder groß? Tja, warten wir es ab. Um das herauszufinden, testen wir es doch gerade. Und das funktioniert am besten unter Luftabschluss. Mach mal das Zelt zu. Was? Ach so, warte. Sehr schön. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Hau rein, wir müssen uns rausessen. Achtung, Achtung, hier spricht die Wulizei. Wer sachdienliche Hinweise zum eben zu Ende gegangenen Video geben kann, gib bitte einen Kommentar ab. Alle anderen werden dazu aufgefordert, das Video mit Freunden zu teilen. Sofort!